Martha. Weißt du, was ich gerade mache? Ich bereite gerade Essen vor für über 20 Leute. Wir kriegen nämlich Besuch von Jesus. Und der müsste auch jeden Moment hier auftauchen. Und siehst du hier irgendwo meine Schwester? Nein, natürlich nicht. Ich muss ganz alleine das ganze Gemüse schneiden, den Tisch decken. Guck dir mal an hier vorne. Wir wollen es doch, dass Jesus es schön hat. Und nicht, dass er irgendwie hier auf dem Boden sitzen muss oder nichts Leckeres zu essen kriegt, die Suppe nicht fertig ist oder so. Ich muss alles alleine machen. Und dann guckt ihr mich an, meine Haare, ich bin überhaupt noch nicht fertig. Also wirklich, so kann das nicht weitergehen. Da muss Maria jetzt aber wirklich mal was machen. Und was macht die? Die sitzt im Wohnzimmer und sitzt da und wartet, bis Jesus kommt. Statt mir zu helfen, den Tisch zu decken, hier ist noch nichts fertig. Was soll ich denn jetzt machen? Ich will doch, dass es Jesus gut geht und dass wir ihm was Gutes tun. Und also deswegen, und die Kartoffeln, noch nichts ist fertig, der Abwasch. Was soll ich denn jetzt machen? Kann Maria mir denn nicht helfen? Jesus kommt gleich und dann mache ich mich noch schick und räume hier alles auf. Wo setze ich mich denn am besten hin? Für Jesus müssen wir auf jeden Fall hier diese Ecke. Die ist für ihn am besten. Ach so, übrigens, ich bin Maria und meine Schwester, die ist da drüben ganz schön am Rumrödeln. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, was sie macht. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich könnte gerade gar nichts machen. Ach, ich kann so gerade eben, dass so gemütlich genug ist, das hier fertig machen. Ja, also Jesus kommt zu uns, zu Besuch. Ist das nicht toll? Wo setze ich mich denn nachher hin? Ich glaube, wenn Jesus hier sitzt, dann setze ich mich hier hin. Von hier aus kann ich am besten zuhören. Und was zum Schreiben. Ich brauche noch was zum Mitschreiben. Ich will ja schließlich alles verstehen, was er mir sagt. Okay, da bin ich wieder. Zettel und Stift. Sehr gut. Ja, ja. Ich glaube, so kann ich am besten zuhören. Also, ich hoffe, Martha ist nicht zu böse, aber ich will doch so viel von Jesus mitkriegen, wie es geht. Und ob die Suppe jetzt um 8 oder um 9:30 fertig ist, ist doch egal, oder? Also, das ist doch egal, oder? Wow, Jesus war gerade da. Kaum zu glauben, aber er saß die ganze Zeit hier in der Ecke und hat wirklich die ganze Zeit uns die Bibel erklärt, also unsere Tora. Ich bin sehr beeindruckt davon und auch Martha hat es geschafft, das Essen pünktlich fertig zu kriegen, ganz alleine. Und zwischendurch kam sie an, sie war nämlich wirklich sehr, sehr sauer, dass ich ihr nicht geholfen habe. Aber ich musste doch alles aufschreiben, damit ich einfach ja genug mir das merken kann. Und außerdem waren ja auch so viele andere Leute noch da, um die ich mich gekümmert habe. Und ich habe es wirklich sehr genossen, zu Füßen von Jesus zu sitzen und für ihn einfach da zu sein und ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Und das Beste war, er hat sogar noch zu Martha gesagt, Martha, Maria hat das Bessere gewählt. Also, dass ich das Richtige gewählt habe, indem ich mir Zeit für ihn genommen habe und nicht versucht habe, ein 5-Gänge-Menü zu kochen, sondern eine einfache Suppe. Genau, das ist so cool und da hat Martha ein bisschen was vom Bug gekriegt. Aber hört doch mal selber, was sie dazu sagt. Puh, wow, das war ein spannender und sehr, sehr anstrengender Abend. Also es ist jetzt schon sehr spät und ich muss hier noch den ganzen Abwasch machen, weil Maria ist völlig glückselig, weil sie die ganze Zeit für Jesus hatte. Und ich bin zwischendurch auch zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, ihm gesagt, dass er doch mal bitte Maria sagen soll, dass sie mir hilft. Und weißt du, was er geantwortet hat? Er hat gesagt,
dass ich nicht so viel in der Küche Zeit verbringen soll, sondern mehr Zeit mit ihm. Also mich nicht um alle Gäste kümmern soll, sondern um ihn. Aber wie soll ich das denn machen? Also hier muss doch auch alles fertig gemacht sein. Ist es nicht auch wichtig, dass alle satt sind und glücklich? Also ich glaube schon. Und deswegen war es auch gut, dass ich das hier gemacht habe. Aber es ist auch gut, was Maria gemacht hat. Denn jetzt kann ich mich mit Maria zusammensetzen und sie fragen, was er alles erzählt hat. Und sie hat es ja sogar mitgeschrieben. Dann kann ich ganz genau sehen und nachlesen, was er erzählt hat. Das ist doch eine tolle Sache. Das mache ich jetzt. Tschüss! Hi! Was für eine spannende Geschichte, oder? Also, ich bin sehr beeindruckt von diesen beiden Frauen, Maria und Martha, und wie sie gemeinsam alles vorbereitet haben für Jesus und jeder das beste Stück gewählt hat. Vielleicht hast du Lust, auch mal zu überlegen, was ist denn das, was du anders machen könntest oder so, um mehr Zeit mit der Bibel zu verbringen oder mit Jesus. Vielleicht magst du mir das schreiben an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de oder einen Brief oder eine Postkarte schicken an Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle, YouTube-Mitmachaktion in der Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, und vielleicht sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Tschüss!